Hallo, 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 Hallöchen, Hallöchen, hallo. So, lauter machen. So. So. Boah, das ist extrem laut, ich mache da ein bisschen leiser. Ups, das war die Fernbedienung. So. Hallo. Zum dritten Mal. Das ist jetzt wieder ein kleines Testvideo von Borderland. Ich weiß nämlich nicht, was ich für ein Projekt machen soll. Oder was ich hier allgemein für ein Projekt mache über das Handy. Ja, so kann man es sehen lassen. Das ist Borderland Pre-Secret. Oder wie der heißt. Warte mal, guck mal. Ja. Borderland the Pre-Secret. Ist ja von letztes Jahr das Borderland-Teil. Jetzt auch auf Xbox One verfügbar. Das ist meine Charakterin. Bin schon auch. Weil ich, wenn man das nicht ganz sehen, ich glaube, man kann es nicht ganz sehen. Aber es sieht ja wahrscheinlich eben gleich im Spiel. Das ist einfach nur mal so ein Testvideo. Mal gucken, wenn das bei euch ankommt, dann werde ich mir nämlich einen neuen Charakter machen. Wenn das bei euch ankommen sollte. Bei der Erdbeben schon wieder. Okay, die Textur muss man sich hier mal wieder aufbauen. So. Die Grafik soll ja angeblich hochgeschraubt sein. Ich weiß ja nichts. Ich kenne mich da nicht mit aus. Und wo man sich nicht mit auskennt, sollte man sich auch nicht, sag ich mal, sagen. Also wie soll ich das jetzt sagen? Ich hab's gerade auf der Zunge gehabt. Wenn man sich nirgends sowas aus, also wenn man nichts weiß, oder wenn man. Wissen hat ja jeder irgendwie auf eine Art. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ah, egal. Scheiß drauf. Ach, da unten siebt's. Ich bin Level 23 im Borderlands Pro Secret. Ich habe alle Add-ons von beiden Spielen. Also es gibt. Das ist ja die Vorbesteller-Edition, die ich mir gekauft habe. Weil ich hab das andere, den anderen Satz gerade nicht beendet, aber. Das mache ich öfters mal. Ich beende meistens immer keine Sätze. Schlüssel habe ich leider nicht mehr, weil ich die mich verbrauche für diese eine Waffe hier. Boom. Dumme Tussi. Mach ich nicht. So, was machen wir denn jetzt? Da oben steht eine Mission, aber das ist eine Hauptmission, die wir hier erledigen müssen. Aber das mache ich jetzt nicht, könnt ihr vergessen. So. Wir machen einfach mal. Wollte mich eigentlich ja leveln. Ich bin ja gleich so weg. So, Sammelspezialisten für Schwester Ninja aus gefrorener Flucht. Level 3 Mission mache ich mal. Ja. So, Trito Flats. Wollte ich ja eigentlich mit einem Kumpel zocken, aber der. Ja, wie soll ich sagen? Der hat sich dann natürlich auch gekauft, aber er zockt das eben komischerweise nicht drauf. Das soll jetzt kein Let's Play sein, das soll einfach nur ein Video sein. Ein Video, ja, so nenne ich das. Einfach nur ein Video. Weil ich nämlich nicht genau weiß. Ich weiß, dass einige von euch vielleicht wieder gerne Skyrim sehen wollen. Aber da müsst ihr noch ein bisschen gedulden. Ich muss mir erstmal einen neuen Controller kaufen von der 360. Ich meine, das ist nämlich ganz schön Verbrauch. Werde ich euch später in einem späteren Video höchstwahrscheinlich auch mal zeigen. Ah, es pisst draußen schon wieder. Geil. Du. So, jetzt muss ich. Immer mit meinem So, Mann. Jo, bitte. Jetzt springt it und springen. Ich kann fliegen, Leute. Ich kann fliegen mit dem Ding. Also, gelandet. Geh zum gefrorenen Schlucht. Gefrorene Schlucht, Mama. Ja, das kann ich ja. Ich bin hier der Boss. Bossman. Naja, Bossman bin ich nicht. Wir wollen erstmal die Gegner hier töten. Ich hab ein bisschen Action.
Keine Chancen. Kann man auch da unten lang fahren? Ne, kann man leider nicht. Ja, hier gibt es viele Erneuerungen. Es gibt alles Mögliche, wie zum Beispiel Waffen, die Eisschaden machen. Aber was könnt ihr? Ach ja, AW habe ich auch. Das lade ich mir ja runter wieder. Zum dritten oder zum vierten Mal, glaube ich. Ich halte jetzt einfach mal den Buffel, weil ihr vielleicht das hören wollt. Auf die Dinger müsst ihr aufpassen. Die sind sehr gefährlich. Könnt ihr einfrieren. Ah, guck mal hier. Die sind auch sehr wichtig. Weil als Mensch habt ihr Probleme auf dem Mond. Sagen wir mal so. Ja. Es gibt ja auch viele, die mögen Klappbild nicht, aber wenn die diesen kleinen Roboter nehmen, ist das auf eine Art ein Vorteil. Platziere den Eisbohrer. Wie soll ich jetzt darauf gehen? Mir ist so kalt. Ach so. Nein, 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 nein. So. Was nun? Hebe den Eisbohrer auf. Mein Gott, Alter, ich erschrecke mich jedes Mal von den Kackviechern. Hebt den Eisbrocken auf. Erledige. So, eins noch. Aua! Natürlich voll uncut, Leute. Ne? Ich hoffe nicht, dass YouTube das zensiert. Ist eigentlich Comic, also bei Comic kann man, glaube ich, ja nicht weniger was sagen. Ne, schon wieder. Ja, wo ist hier so viel? Ne? Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so von Comic-Grafik hält. Findet ihr es geil, dass es so viel Comic-Grafik gibt, dass es erlaubt ist, sogar Uncuts rauszubringen? Also ich find's geil. Mich hat's seit Borderlands 1 schon sehr wie nennt man das jetzt? Sehr interessiert. Nee. Hey, ihr findet, jedenfalls wisst ihr, was ich meine. Fanziniert. Wieso? Manchmal kriege ich die richtigen Wörter nicht, ey. So. Auf die Eisfläche dürft ihr natürlich nicht, sonst friert ihr ein. Ey, einfach fliegt hier noch rum, ey. Ich habe so ein mieses Gefühl, dass da gleich einfach wieder was Großes kommt, ey. Jo. Ich glaube, 10 Minuten lasse ich da. Ich mache die Mission hier zu Ende und dann bin ich dann fertig. Oder ich mache doch ein Let's Play draus. Dann heißt das Let's Play Borderland. Für die Secret. Aha, was will ich denn mit der Shotgun, ey? Shotgun brauche ich nicht. Oh mein Gott. Ja, das Eis ist mehr als komisch. Oh mein Gott, Leute. Right.
So. Wo ist denn jetzt der Bohrer? Da ist der Bohrer. Warum muss das Ding immer auf Eis landen, ey? Ah, für einen Roboter oder was? Oh nee, ey. Das Spiel hat schon in sich. Boah, hab noch 5 Minuten, wenn es geht. Ja, 4 Minuten jetzt noch. Ja, bin nämlich gleich einkaufen. Mit meiner Mamutschka. Ich glaube, Mamutschka wird doch in einer anderen Sprache als Mutter gesprochen, glaube ich. Müsste ich mal reinschlagen in so ein Buch. Bin ja eigentlich nicht so der Buchleser, ich bin ja kein Bücherwurm oder so. Lesen kann ich, das ist nicht das Problem. Bloß ich mache das nicht so gerne im Bücherwurm überwälzen. Was ist das denn jetzt? Irgendwas explodiert hier doch. Na 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 na. Da kann man kein Weihnachtslied draus machen, schade. Du. Ja, also. Borderland ist so geil. Da mache ich aber jetzt, was ich jetzt hier so mache, weiß ich nicht. Da mache ich jetzt daraus ein Gameplay. Das heißt, ich werde da Gameplay hinterschreiben. German Gameplay. Einfach nur Gameplay reicht ja. Da steht erstmal Borderland, Bildsequel, Gameplay. Ja. Man muss sich immer überlegen, was man genau als Titel hinschreibt. Das ist immer so. Ah. Und heute Abend um 21 Uhr gibt es einen Livestream. Wollte ich nur so gehen. Als Hinterher, ja, ne? Nicht, wenn dann irgendwelche Beschwerden kommen. Du hast doch versprochen, ein Livestream zu machen. Du hast sogar ein Video gebracht. Oh. Da kriegt man ein Automatikgewehr. Was ist das für ein Ding? Das Ding ist geil. Ich hab. Alter, das Ding ist ja mal sowas von nice. Hat das auch irgendwelche Elementar-Dingsbums? Ey, das Ding hat Froschschaden. Friert Gegner ein. Cool. Gleich behalten, ey. Jo, hier wieder ein Skin. Ja. Oder soll ich am besten ein Let's Play von Borderland 2 erst machen, wenn ihr wollt? Schreibt das unter den Kommentaren. Ja. Hier habe ich noch diese ganze Kacke. Den Skin. Und den Skin. Ja, also das sind alles die ganzen Skins, Köpfe und Skins. Was habe ich denn hier noch so für ein Schild? Von oben. Ah, das sieht geil aus, ne, wie das. Skillpunkte zurücksetzen, kennt man ja alles. Das nennt man Quickscopen, Leute. Warte, jetzt einmal. 1, 2 und 3. Bam. Das geht eigentlich perfekt. Na gut. Ich werde dann mal hier beenden. Den Part. Den Gameplay. Gameplay, wie ihr nennt es, wie ihr wollt. Nennt es, wie ihr wollt. Let's Play, Gameplay. Am Ende ist das so ein Gameplay. Und ich muss gleich mal aufs Klo. Na gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder Abend. Bis dann. Ich wünsche mir schon auf die Kommentare, die ihr kommt.